Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Taschenmesser und zwar eins von Smith & Wesson. Smith & Wesson ist ja bekannt für ja, Pistolen, Gewehre, Handfeuerwaffen etc. Und hier hat mich ein Messer von Smith & Wesson erreicht. Das habe ich im Giveaway vom Daniel bekommen vom Kanal Faunus. Ja, und auf diesem Wege recht herzlichen Dank dafür. Ich habe da den ersten Preis gemacht und konnte mir das aussuchen und ja, hier ist es und Daumen nach oben. Der Preis gefällt mir. Ja, hier ist so eine Pappschachtel. Schauen wir uns jetzt mal das Messer an. Stahl haben wir, stand leider nicht drauf, aber ich tippe mal auf einen 440er A-Stahl mit, ja, ich würde mal sagen, Hälfte Serrations hier, die wirklich brutal scharf sind, wenn man sich das mal so ansieht. Und hier ist, ja, normal, ich sag mal, normale Schneide. Dann haben wir hier so eine Art, ich würde es mal sagen, als, ja, weiß ich nicht, Schneetarn oder so, Schneetarnbeschichtung. Hat, wie heißt das, Drop-Point, ja, ist wohl eine Drop-Point-Klinge. Dann haben wir hier so ein Finger, ja, so ein Fingernips zum einhändig öffnen. Dann haben wir hier, das dürfte Aluschalen sein mit auch so einer ja, Beschichtung, Lackierung etc. Dann haben wir hier so eine Art Jimping. Hier ist Smith & Wesson eingeprägt. Dann haben wir hier Torx. Finde ich ziemlich gut. Hier auch. Also nichts Exotisches. Also mit einer Torx-Schraube ist das überhaupt kein Problem. Wieder zu ja, justieren. Dann haben wir hier ein Liner-Lock. Der, ja, ich sag mal, in unbehandelt ist, nicht lackiert oder sonstiges wie der Rest. Ne? Ist auch nicht hier nur für den Liner da, aber ich sehe jetzt nicht großartig, dass da diese Stahlplatinen oder es könnte auch Alu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, die sind nicht ausgefräst. Also das Messer hat ein Gewicht von ja, ich glaube 147 Gramm, 146, sowas in dem Dreh. Dann haben wir hier einen nicht umsetzbaren Pocket Clip, der ja relativ, er ist jetzt nicht unbedingt Deep Carry, aber okay. Ne? Hat hier vom Griff her ungefähr 12 cm, also für Handschuhgröße 10 ist er gut. Für 10,5, 11 würde er auch noch gehen. Hier noch etwas, ne, für 9 sowieso, also, ne, und hat einmal die hier via Daumenpin öffnen und dann einmal den Flipper. Allerdings, wenn man so, ihn so öffnet, funktioniert das nicht so ganz. Man muss da schon mit ein bisschen mit Schwung arbeiten. So, dann schauen wir uns mal die Washer an. Also entweder sind es Kunststoff oder Keramik. Ich weiß das nicht ganz genau. Da sieht man die weißen Washer. Na, will er nicht scharf stellen? Auf jeden Fall da. Offene Bauweise. Hier hinten gut zu reinigen. Na, wie gesagt, alles schön getorkst. Ganz schön stabil das Messer. Und ja, meiner Meinung nach kommt das schon übelst taktisch rüber. Schauen wir uns mal zum Vergleich einen Opinel Nummer 8 an. Hier haben wir einen 8er. Ja. Jetzt mit dem Fokus los. Ah ja. Ja, wie gesagt, ein cooles Teil. Hier auf der Klinge Smith & Wesson und hier Homeland Security.
heißt wohl die Modellreihe. Dann haben wir hier auch noch irgend so eine Bezeichnung. Aber wie gesagt, das Messer ist brutal scharf. Das ist wohl noch die Werkschärfe. Und gucken wir mal hier irgendwie ein Stück Papier. Also diese hier oben. Das dürfte kein Problem sein. Und diese Serrations, die reißen ja mehr als schneiden. Also. Ja. Sagt, es ist ein übelst taktischer Folder. Ne, hier auch so eine Art Fingergroove. Und zum Öffnen ist das wohl auch gedacht, damit man hier da so, ja, so reingreifen kann. Hat kein Lanyard-Hole, muss auch nicht unbedingt. Man könnte sich hier auch noch was rambasteln, auch wenn es geschlossen ist, würde da eigentlich kein Problem sein. Ja, das ist das Smith & Wesson Homeland Security. Gut, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.